Ahoi, ihr Landratten, und herzlich willkommen zurück zu unserem Legoland Deutschland 2022 Vlog hier beim zweiten Teil unseres Rundgangs, wo wir euch gleich mal ins Sea Life Atlantis Aquarium mitnehmen. Es ist so toll und auch hier wieder, endlich gibt es diesen Einleitungsfilm und den finde ich auch super süß gemacht, denn hier geht man quasi wirklich oder wird man wirklich in dieses U-Boot eingeladen und kommt dann unter Wasser. Und dann ist man eben hier drinnen in dem Sea Life Atlantis und es ist einfach so toll hier drinnen. Ja, also wenn jemand von euch schon mal in einem Sea Life war, dann wisst ihr, worum es hier geht. Es ist auch nicht gigantisch groß, also bitte erwartet euch kein vollständiges Sea Life hier drin. Aber sie haben tolle Aquarien, tolle Fische, auch tolle Meerespflanzen wahrscheinlich. Und was besonders toll ist natürlich hier lauter Lego-Modelle, die hier versunken sind oder besser gesagt nach Atlantis suchen. Und wir sind hier durchgegangen, haben ein wenig die Fischchen angeschaut und haben direkt ein wenig abschalten können von den Eskapaden der Shopping-Geschehnisse der vergangenen Stündchen. Was und ich toll finde, ihr seht es hier, das blinkt immer so genau, da kann man draufdrücken und dann kommen oft irgendwelche Geräusche oder eben Blubberblasen raus. Und das finden, glaube ich, auch die Fische teilweise sehr lustig. Denn oft sind die dann direkt zu den Figuren wieder hin und haben sie eben angesehen. Und ja, können auch die Fische wieder mal Luft holen. Es ist alles sehr piratenmäßig aufgebaut. Und man geht da teilweise so richtig in die Aquarien rein. Mir wurde direkt ein wenig schwindelig. Ja. Ein, zwei Mal. Aber total cool. Hier kann man auch wo draufdrücken. Aber ich glaube, da spricht die Figur nur. Und wir haben den Ton ein bisschen gedimmt, damit ihr uns besser versteht. Und sie haben tolle Fische hier drin, tolle Rochen, tolle Haie, tolle Anemonenfische und so weiter. Also es ist sehr, sehr interessant, dort durchzugehen, auch wenn man kein großer Meeresbiologe werden möchte. Haben wir definitiv nicht vor. Aber sie sind einfach toll zum Ansehen. Ich kenne die Hälfte der Fische, glaube ich, nicht beim Namen, aber es macht nichts, denn sie sind einfach süß zum Ansehen. Ja. Genau, und man kommt eben immer in so kleinen Gruppen hinein. Das ist auch interessant. Also das ist quasi immer abgesperrt und dann kommt eine kleine Gruppe hinein. Was ich auch toll finde, denn dann ist es quasi hier nicht ganz so dicht gedrängt. Christoph ist gleich mal vorgegangen, damit er gut filmen kann. Und ich finde, das ist wirklich auch eine super Idee. Er hat zwar Dory und Nemo dann nicht so gut gesehen, aber die habe ja dafür ich gesehen. Wir sind nämlich ganz am Anfang. Letztes Jahr, als wir im Legoland waren, war beim Aquarium immer mindestens eine Stunde Wartezeit. Deswegen sind wir gar nicht so oft rein und einmal sind wir drin gewesen, ohne die Kamera mitzunehmen. Mhm. Und wir haben uns gedacht, wir filmen heute auch mal das Aquarium von innen, dass, falls ihr mal dort seid und es ist die Schlange sehr lange, dass ihr entscheiden könnt, ob das für euch was ist. Auf den Legoland-Attraktionen darf man ja im Normalfall überhaupt nicht filmen. Es ist Fotografie- und Filmverbot. Deswegen gibt es auch leider keine Aufnahmen von uns in der Drachenachterbahn. Aber hier mal Aquarium war es erlaubt, ohne Blitz zu filmen und zu fotografieren. Und da habe ich mir gedacht, ich schnapp die Kamera gleich mal und zeige euch, was da so los ist. Und die Bilder sprechen, denke ich, für sich. Definitiv. Was ich auch natürlich cool finde, du hast es schon erwähnt, es sind immer wieder auch Lego-Figuren oder irgendwelche anderen Sachen aus Lego gebaut, das ich sehr, sehr toll finde. Sieht top aus. Hier sind die Streifen drin, aber macht auch nichts. Und eben auch so verschiedene Luken, wo man hineinschauen kann, speziell auch für Kinder. Also einerseits Luken, wo nur Kinder hineinkommen oder auch so kleine Stiegen quasi, wo sie sich hinaufstellen können, damit sie auch was sehen. Und das finde ich schon sehr, sehr nett. Ja, der Unterwasserstreichel, so wie ihr hier sehen könnt, war zu unserem Besuchstag am 6. April noch im Aufbau. Mhm. Genauso wie diese Luken, wo man rein kann und dann so mitten im Aquarium ist. Vielleicht filme ich es dann nochmal. Und hier hat jemand das Sea Life Aquarium in Miniatur gebaut und das so gefällt mir auch sehr gut. Also hier sieht man genau den Gang, wo wir zuerst gegangen sind und die diversen Aquarien. Also wirklich, wirklich sehr cool. Der hintere Teil des Aquariums ist aber gerade noch im Aufbau. Der war, als wir dort waren, noch nicht ganz fertig. Genau. Und dann sind wir auch schon wieder Richtung hinaus gegangen. Ihr seht, es ist wirklich nur ein kleiner Rundgang, aber ich finde definitiv ein sehenswerter. Ja. Nächster Stopp war das 4D-Kino. Wir haben dort einen Ninjago-Movie gesehen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also den kann ich auch empfehlen. Einmal pro Stunde gibt es im Legoland Deutschland eine Vorführung.
wo genau. immer andere Filme gezeigt werden. Dauert eine Viertelstunde, also definitiv gut möglich, das mal zwischendrin einzubauen. Ja, jetzt geht ihr mit uns nach hinten in den Bereich, wo die Ninjas unterwegs sind. Ihr seht, Rita ist voll in ihrem Element. Jedes Mal, wenn wir hier reingehen, macht sie irgendwie eine Pose. Das ist ein neuerer Bereich des Legolands. Den hat es zur Eröffnung vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Ja. Aber ist jetzt, sehr cool mit diesem Pavillon. Jetzt kommt ja auch ein Ninjago-Hotel, soweit ich gehört habe. Also da bin ich auch schon gespannt, wie das dann aussehen wird. Die Hotels im Legoland sind ja immer top. Also wirklich sehr empfehlenswert, dort auch mal eine Nacht zu verbringen, auch wenn es nicht ganz so billig ist. Ja, hier habt ihr auch mehrere Attraktionen, auch diese Geschichte, wo man da so als Ninja ausgebildet wird, wo man in so Fahrzeugen sitzt. Und Rita war ganz angetan von diesem Park. Ja, ich glaube, dass das im Sommer dann echt cool wird. Ich glaube, hoffe, denke, dass man dort auch dann auf der Wiese sitzen darf. Und das wäre doch ideal für ein kleines Picknick zwischendurch. Also ich könnte mir das echt nett vorstellen. Ich bin gespannt, ob das dann wirklich auch so genutzt wird, aber ich glaube schon. Ja, ich bin gespannt, wie das dann wird. Weiter hinten ist dann noch der Piratenpark, wo es diverse Attraktionen gibt, die natürlich in Kombination mit Wasser stehen. Die waren an diesem Tag, es war so ungefähr 15 Grad warm, nicht ganz so beliebt, aber ich kann mir schon vorstellen, in den Sommermonaten, wenn es heiß hergeht, dann werden hier wieder Wasserschlachten nachgespielt. Hier kann man so mit den Booten rumfahren und so eine Kurbel bedienen, die dann eine Wasserspritzpistole das abfeuert. Das finde ich immer ganz amüsant, da sind die Väter meistens am ärgsten am Kurbeln, ja. damit sie die anderen abspritzen. Die also packt immer sehr amüsant. Der Ehrgeiz. Und ja. hier sehen wir wieder mal eine meiner Lieblingsszenen. Es sind sehr viele solche, die ist aber besonders cool. Quer verstreut durchs gesamte Legoland sind immer wieder solche Aufbauten, teilweise mit Musik, teilweise bewegen sich die Figuren, also da kann man immer mal kurz stehen bleiben und hat was zu schauen. Genau. Diese Wasserbahn... Wir haben überlegt, ob wir fahren sollen oder nicht. Flo hat uns dann erzählt, dass er gefahren ist und pitschnass war. Wir haben uns dann dagegen entschieden. Außerdem haben wir gesehen, genau als wir vorbeigingen, dass ganz oben hier auf der Wasserrutsche ein Boot stehen geblieben ist. Also nicht nur das hier unten, sondern auch oben. Irgendwo ein technischer Defekt. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich auch eine schräge Sache, wenn man dann da oben steht und quasi den Überblick über den Park hat, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, auch wenn man sich bestimmt etwas fürchtet, wenn man genau dort oben zu, man sieht es hier nicht besonders gut, aber da war ein Boot, welches wird, ich glaube, 2 Meter vorm Wasserfall zu stehen gekommen ist. Ja, wir sind dann an dem Tag, obwohl wenig Leute gewesen wären, nicht gefahren, weil wir uns gedacht haben, wenn wir da komplett nass werden, dann verkühlt sich Rita noch und das wollen wir natürlich nicht. Verkühlen aber ist nicht das gut. Nächste Mal vielleicht wieder. Die Fahrt ist auf jeden Fall sehr cool. Wir sind dann stattdessen eine Runde mit den Safari-Jeeps gefahren, was Rita auch immer besonders gut gefällt. Christoph wollte mit dem Knie lenken. Das geht natürlich nicht. Man muss dann schon richtig gut lenken. Nicht, dass man dann gegen das Krokodil oder gegen den Elefanten fährt. Übrigens, wir haben es wieder mal übersehen. Wir waren dezent verpeilt. Gegen Ende wird dann ein Foto von euch geschossen. Also es macht Sinn, dass man da Ausschau hält nach der Kamera und lustig reinschaut, damit das Foto auch was wird. Nicht so wie bei uns. Ganz klar. Hier seht ihr auf jeden Fall zu eurer Linken und Rechten immer wieder Tiere des schwarzen Kontinents, die wirklich sehr, sehr cool aufgebaut sind. Und ja, die Fahrt ist sehr entspannend. Man kann lenken, obwohl es auch nichts bringt, weil die Jeeps von alleine fahren. Aber die Tiere, die sind echt cool gebaut. Und ich finde, das macht auch das Legoland aus, dass man, egal wo man hinsieht, immer wieder Aufbauten und Mocks sozusagen aus Lego sieht. Und ja, die haben wirklich hier sehr, sehr gute Arbeit geleistet in der Realisierung dieser Tiere. Definitiv. Ich glaube, hier wird das Foto geschossen dann, oder? Eher gegen Ende der Fahrt, auf jeden Fall war ich auf dem Foto mit der Kamera im Gesicht, weil ich ja gefilmt habe. Definitiv, ja, kein gutes Foto, das haben wir uns nicht geholt, aber ich glaube, das werden wir auch nochmal nachholen. Irgendwann grinsen wir gut und dann wird das top. Was dieses Jahr übrigens auch nicht mehr war, ist, dass man hinten dann dem anderen hineingecrashed ist mit dem Auto. Also das ist wirklich nett abgebremst, das haben sie wieder gut eingestellt. Das war perfekt bei dieser Fahrt, sehr, sehr angenehm. Ja. Sehr toll. Aus dem Ausgang oder beim Ausgang der Safari-Chips raus geht es dann weiter nach hinten, wo wir ein Meet and Greet mit Johnny Thunder hatten, der hier auf die Kanufahrer aufpasst. Oder ist das der Bösewicht? Ich weiß es jetzt gar nicht.
Das sieht eher nach dem Baron aus, wo hier auch relativ wenig Leute waren, da es natürlich im April etwas kühler war. Und dann sind wir aber schon nach hinten gegangen. Auch dieser Duplo-Wasserpark war natürlich geschlossen. Da sind zwar ein paar Kinder rumgelaufen, aber das ist natürlich speziell, wenn das Wetter im Sommer schön ist, ein Traum für die Kleinen. Also nehmt für eure Kinder oder für euch selbst eine Badehose mit. Ja. Dann könnt ihr dort herumlaufen und euch komplett nass machen. Weiter hinten geht es dann ins Land der Pharaonen, wo wir dieses Mal nicht mit diesem Shooter gefahren sind. Wir haben auch nicht dieses Feuer gelöscht. Nein. Aber wir wollten hinten schauen und haben uns, ich habe es leider nicht besonders gut gefilmt, von der Baustelle überzeugen. Es wird nämlich hinten, ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Ninjago Hotel ist oder der neue Bereich, der ominöse, der demnächst kommt. Oh. Aber ihr seht hier rechts von diesem Karussell einen großen Baukran oder auch was auch immer das ist. Und es waren mehrere Baugeräte aktiv im Einsatz. Also hier ist einiges am Entstehen und vielleicht sehen wir bald hier einen neuen Bereich. Rita war ganz begeistert ganz von geflasht. Den Pharaonen und den Obelisken. Ja, es war ein Traum. Übrigens auch noch interessant, nicht nur die Baustelle, weil wir es gerade über das Duploland geredet haben. Im Duploland ist auch ein Duplo-Zug, mit dem auch die Kleinsten schon fahren dürfen. Ihr seht ihn hier rechts fahren. Und was auch noch interessant ist, hinterm Duploland muss angeblich, ich habe es noch nicht ausgecheckt, aber ich habe es gelesen, ist hinten ein kleiner Hip-Laden. Das bedeutet, falls ihr für die Kleinen das Essen vergessen habt, was man natürlich nicht macht, aber es kann ja mal passieren, dann könnt ihr da hinten auch ein Essen für die Kleinsten kaufen, beziehungsweise das Fläschchen wärmen etc. Ja. Wird mir nie passieren. Tim war zu Hause, also uns ist das nicht passiert. Hier seht ihr übrigens Überreste des Schnees, der die Wunderbar. Tage zuvor noch das Legoland eingehüllt hat. Ja, Rita war so nervös und ist hingefahren und hätte fast das Essen für Tim vergessen. Ein Tim war zu Hause bei Oma. Wir haben gesagt, wir nehmen ihn vielleicht nächstes Mal mit. Hier dieser, ich sage es jedes Mal, leider waren diese Tretomobile ausgeschaltet, die waren nicht ja. in Betrieb, aber das ist der Bereich, der mir einfach am besten gefällt vom gesamten Legoland. Mit diese großen Giraffen sind aus Duplosteine, diese Dinosaurier, das sieht alles so cool aus. Links ist diese Arena, wo immer wieder so Zaubershows genau. stattfinden. Da waren aber an dem Tag auch keine Vorstellungen, ja, muss man auch dazu sagen. Haben wir uns noch nie angeschaut, das müssen wir auch mal machen. Ja, da war auch früher, wenn ihr euch erinnern könnt, mal die Stage für 1, 2 oder 3, das haben sie immer von dort aus gefilmt. Oh ja. Schon lange her, glaube ich, wer sich da noch erinnern kann. Und ich liebe einfach diese Figuren und Dinosaurier und alles dran. Und die sprechen mit einem, wenn man vorbeigeht und so. Das ist einfach ja. so, so nett. Das ist wirklich eine ganz, ganz nette Sache. Und was auch toll ist, es gibt immer wieder eben Neues zu entdecken. Man sieht es meistens an diesen kräftigen Farben, dass was neu ist, weil es ja doch von der Sonne recht ausgeblichen wird. Und ja, hier zum Beispiel diese Nashörner, glaube ich, sind das, oder Dinos. Das zweite sieht auch so aus wie ein Nashorn, ja. Die Dinos. Die quasi einen Duplo-Stein schleppen, die sind auch sehr süß. Richtig, ja. Jetzt geht es übrigens wieder in beim Hintereingang, also auf der anderen Seite rein, in das Mittelalter-Layout, welches ja auch so toll ist. Ich weiß nicht, ich glaube, letztes Jahr habe ich gesagt, das Mittelalter-Layout gefällt mir am besten. Heuer ist es dieses Imagination. Ich weiß es nicht, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wo man hier Gold waschen kann. Hier seht ihr übrigens auch die Einblendung für eine Jahreskarte. Also schaut euch im Internet das an. Es gibt auch immer wieder Angebote, auch zum Teil zum Black Friday, wenn ich mich nicht täusche, wo die sehr, sehr günstig sind. Genau. Wir haben uns ja eine Jahreskarte gekauft. Leider hilft da niemand eben dem netten jungen Herrn hier beim Goldwaschen, das habe ich übrigens gesagt. Ja, die waren da ganz alleine. Wir sind auch nicht beigetreten der Nein. Goldwascher-Armee, wir sind zu den Achterbahnen gegangen. Ja. Rita wollte mal mit der kleineren Achterbahn fahren, mit der sie noch nie gefahren Nein. ist, die Drachenjagd. Denn da ist meistens auch sehr lange zum Anstehen und dieses Mal gar nicht zum Anstehen. Wir sind einfach durchgegangen und direkt hinaufgehüpft auf den Zug und muss sagen, sie ist nicht ganz so ohne. Also dieser erste, der da hinuntergeht, ja,
Nicht ohne, aber sehr lustig. Richtig, ja. Bei den Eingangsbereichen der Attraktionen seht ihr, wie wir, glaube ich, schon mal gesagt haben, immer wie groß man sein muss. Also ja. Falls ihr Kinder mit habt, die noch kleiner sind oder so, dann ist das zu beachten. Und hier gehen wir dann auch nach der Fahrt gleich, weil es Rita so gefallen hat, noch in den Feuerdrachen hinein, wo wir auch fast wir direkt durchgegangen sind. Ich glaube, einen Zug haben wir durchfahren lassen müssen. Hier sind im Sommer natürlich überall Leute und man wartet. Und ihr seht, wie schnell Rita hier raufflitzt und sie ist schon im Einstiegsbereich und schickt euch natürlich mir nicht ein Küsschen. So, das ist die Drachenachterbahn. Auch eine sehr, sehr schöne Bahn. Beginnt sehr gemütlich mit so einer Art Märchenbahn, wird aber dann etwas rasanter. Aber wir können sie vorbehaltslos empfehlen. Genau. Und auch noch mein Favorite. Christoph ist nicht ganz so dabei, weil er doch sehr groß ist und nicht ganz so komfortabel sitzt. Aber ich habe super gefunden, die Fahrt mit dem Ninjago. Wie nennt man das? Flyer? Ich glaube, Flyer heißt die Attraktion, ja. Die ist mega. Also das ist wirklich eine sehr entspannte Fahrt und man cruist da herum wie ein kleines Vögelchen und hat einen schönen Überblick über das gesamte Legoland. Also ja, man fühlt sich fast wie die Elsa, die frei ist. Da kommt auf Ideen. Eher gegen Abend sind wir dann noch eine Runde durch das Miniland gegangen. Was für uns auch immer ein großes, großes Highlight ist. Es gibt ein paar neue Sachen, aber im Großen und Ganzen ist das Miniland so geblieben, wie wir es aus dem Vorjahr kennen. Dort wurden sämtliche europäische Städte, teilweise auch viele deutsche Städte, glaube ich, nachgebaut aus Lego. Nicht ganz im Minifigurenmaßstab, etwas größer, dass man sie besser sehen kann. Hier zum Beispiel auch die höchsten Gebäude der Welt, die ja aus Lego natürlich sehr beeindruckend aussehen, wenn da mal ein 4 Meter, 5 Meter hohes Hochhaus vor einem steht. Ja. Und das Miniland ist so der Ort, wo ich durchgehe und mit niemandem sprechen will, keinen Telefonanruf annehme, außer vielleicht vom Lego-Chef, der mich fragt, ob ich mal vorbeikommen will, ein bisschen Lego spielen. Christoph träumt schon wieder. Und einfach mich inspirieren und treiben lasse, weil es hier so viele kleine Details gibt, die einfach unbeschreiblich cool sind. Und das Faszinierende, ich meine, es wird immer wieder Neues gebaut, wie zum Beispiel hier dieser Campingplatz. Da sieht man auch wieder an den kräftigen Farben, dass es definitiv neu sein muss. Aber auch bei den quasi älteren Sachen, man sieht immer wieder neue Sachen, die man noch nicht entdeckt hat. Und das ist das Tolle dran. Also wir gehen wirklich bei jedem Besuch mindestens einmal durchs Miniland, also wirklich die ganze Runde. Und trotzdem entdecken wir immer wieder neue Sachen. Und das ist einfach so toll. Und es ist auch toll, dass es einfach mal diese, ja, ein entspannter Spaziergang, vielleicht auch mit einem Eis oder mit einem Getränk ganz zum genau. Entspannen ja. Zwischen den Achterbahnen. Definitiv empfehlenswert. Hier seht ihr den Römer. Grüße gehen raus an den Helden. Und er kann, so wie es aussieht, auch Minigolf spielen gehen, denn sie haben hier einen neuen Minigolfplatz gebaut. Ganz genau, wie Rita es sagt, jedes Mal, wenn wir hier durchgehen, auch wenn es mehr oder weniger dasselbe Layout ist oder 99% dasselbe Layout, wir sehen immer wieder was Neues und wir kommen immer heim und sprechen schon auf der Autofahrt von neuen Ideen, die wir haben. Auch natürlich, was sie dort haben, was wir schlecht umsetzen oder wahrscheinlich nie umsetzen können. Sich bewegende Fahrzeuge, schwimmende Schiffe, fahrende Züge, die wir auch haben, Gott sei Dank. Und wir haben uns natürlich auch überzeugt, ob jetzt wirklich das Stadion der Allianz Arena durch die, ich glaube, BVB oder was, welche Mannschaft das war, ersetzt worden ist. Aber das war zum Glück oder Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ich bin kein riesengroßer Fußballfan. Nur eine April-Scherz-Geschichte. Genau. Und was toll war, was ich auch noch nie gesehen habe, sind hier diese Fahnen, die quasi ausgerollt werden, wenn man unten wieder auf den Knopf drückt. Also von Bayern München werden dann die Fahnen quasi über die Zuschauer hier ausgerollt. Ja. Sehr interessant. 30.000 Minifiguren hier in diesem Stadion. Wahnsinn. Ich glaube, ich habe es übrigens, wenn ihr was noch mal genauer sehen wollt, dann müsst ihr entweder selbst hinfahren ins Legoland oder ihr schaut euch unsere Vlog-Serien aus den vergangenen Jahren an. Wir haben auch 2020 und 2021 schon wahnsinnig viel dort gefilmt. Vielleicht haben wir das ein oder andere sogar länger oder besser gefilmt. Wenn ihr ins Legoland fahren wollt und ihr seid euch nicht sicher, dann schaut euch vielleicht auch die vergangenen Vlogs noch an oder auch den ersten Teil dieses Vlogs. Das ist ja der zweite oder eigentlich schon dritte, wenn ihr gestern mit beim Shopping wart in der Fabrik. Und ja, natürlich die Integration von Wasser, ich war am Anfang ein wenig skeptisch, weil ich mir gedacht habe, diese Stadt sollte eigentlich nur aus Lego sein und im Endeffekt sind nur die Gebäude und die Fahrzeuge aus Lego und alles, was an Straßen, Wasser und Natur ist, ist aus
echtem Zeugs gebaut. Aber es sieht dort mehr oder weniger natürlich aus wie eine Gartenbahn und da passt das auch gut. Ich finde auch, weil von der Größe her passt das dann. Und was ich ja interessant finde, ist, dass das eigentlich gar keine Bonsai-Bäume oder sowas sind, sondern das sind quasi normale Bäume, die aber einfach klein gehalten werden, dass sie hier in das Format des Minifigurenlandes passen. Also das ist auch wieder so eine interessante Sache. Ja, da kann ich mich dann nicht satt sehen. Und ich würde eben sagen, bei uns passt das nicht, dass wir quasi dann echte Bäume oder sowas drinnen haben, die Natur. Aber, also am Dachboden wäre das auch komisch, aber hier im Legoland passt das definitiv. Genau, und man kann sich auch hier sehr gerne mal ein wenig hinsetzen und das Layout seiner Wahl beobachten. Es fahren hier dauernd Schiffe vorbei, Züge, es werden ja Kräne bedient, es gibt da sogar einen Zug, der, glaube ich, auf ein Schiff fährt oder war es ein Lastwagen, also ein Lastwagen, jede Menge. Ich, ja. Und hier hat, glaube ich, Rita mich darauf aufmerksam gemacht, dass man hier sehr schön sieht, welche Teile neu sind, und zwar ist das Rot sehr stark immer vom Ausbleichen betroffen. Ja. Und hier seht ihr viele rote Teile, die sehr kräftig sind, und das sind irgendwelche neuen Aufbauten, denke ich. Und auch das grüne Boot und eben das rote Boot, definitiv neue Sets, die hier in der Landschaft verbaut sind. Finde ich echt gut gelungen, und es ist einfach toll, eben wenn man dann wieder was Neues entdeckt. Denn man würde ja glauben, wenn man es einmal gesehen hat, hat man es gesehen, aber da schneidet man sich ganz schön. Ja, hier noch ein kleiner Vergnügungspark für alle Legoland-Fans unter euch. Sowas gibt es zwar dort nicht, nur im Lego-Maßstab, oder besser gesagt in deren Figurenmaßstab, der ja nicht genau der Minifigurenmaßstab ist. Auch ein cooles Riesenrad. Oh ja. Und ja, hier zum Beispiel beim Raddampfer, glaube ich, da sind die Teile zwar alt, aber das Schaufelrad ist neu. Das sind so kleine Details, die einem halt auffallen, wenn man schon öfter dort war. Aber wirklich, wirklich coole Sache, und mich wundert immer wieder, dass die Legosteine das auch aushalten, den ganzen Winter unter Schnee und Eis, genauso im Sommer, wenn es da mal über 30 Grad hat. Also unglaublich eigentlich. Teilweise sind die 20 Jahre alt, weil das Legoland ja jetzt 20 Jahre Eröffnung gefeiert hat. Hier der Rangierbahnhof. Wir haben uns mal informiert, zum Beispiel beim Legoland Florida haben sie es ja extra so gemacht, dass sie quasi so Abdeckungen haben, dass die Steine nicht ganz so ausgebleicht werden von der Sonne. In Florida sehr verständlich und auch, finde ich, gut als quasi Zuseher dann, dass man ein bisschen einen Schatten hat. Aber hier ist ja wirklich gar kein Schutz, und trotzdem sehen diese ganzen Bauten einfach toll aus und sie sind toll instand. Also da wirklich auch großes Lob an die Legoland-Mitarbeiter, dass sie das so nett hier instand halten. Ja, sie sind aber auch da und dort immer wieder mal am Schnipseln und Umbauen und so weiter. Also das wird natürlich sehr gut instand gehalten. Hier sind wir dann auf der Hinterseite von dem Berliner Layout, glaube ich, eher in Richtung des Ausgangs unterwegs, weil wir dann schon beim Heimgehen waren. Es gibt auch nach wie vor diese Mythica-Ausstellung oder was das war, wo immer im Layout so Figuren versteckt sind. Mehr dazu haben wir, glaube ich, im vergangenen Jahr mal gefilmt. Genau, da kann man nämlich dann die Mythica-Figuren scannen mit einer App oder mit der Legoland-App, glaube ich, war das. Und dann kommen die quasi zum Leben, also werden zum Leben erwacht. Genau, die kann man dann suchen, übers ganze Layout verstreut. Und ja, hier sind wir dann traurig, ich warte hier, glaube ich, gerade auf Rita, weil die noch am Klo war, beim Ausgang des Legolands, weil wir auf der Heimreise waren. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten heute wieder. Schaut euch auch die anderen Vlogs an. Es gibt Shopping-Vlogs, es kommen noch einige. Ihr könnt euch auch die Tageskarte zu einer Jahreskarte anrechnen lassen, wenn ihr nochmal kommen wollt. Und wie gesagt, es kommen noch Videos, wo wir einkaufen waren, und das seht ihr, Rita, sie hat sehr viel gekauft. Ja, also da gibt es sicher einiges zum Anschauen. Also bleibt dabei, und dann seht ihr auch, was wir alles geshoppt haben. Genau, in einem Haul-Video. Tschüss! Bis bald!